Servus, Salve und Hallo. Es ist Dienstag, wir haben den 13. August und es ist 17:30 Uhr. Ich habe mir überlegt, dass ich den Mittwochfilm vorverlege, weil, also zumindest hier in Bayern, ich weiß nicht, wo sonst noch, ist ja am Donnerstag Feiertag und ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere einen Brückentag nimmt und dann am Freitag gar nicht da ist und morgen Abend vielleicht nicht die Zeit hat zu schauen oder schon weg ist. Deswegen mache ich den, ziehe ich den Mittwochsfilm vor auf Dienstag. That's it. Also. Die Idee vom Wochenende war ja, dass wir bis in diesen Bereich gehen können. Ich mache es mal ein bisschen größer. In diesen Bereich gehen können. Das ist das die 17.930. Das ist das Low, was wir, wusste man verankert, was wir hier hatten am 14.06. Und die obere Begrenzung ist das Gap, was wir haben vom 1.08. bei 18.085. Dazwischen liegt noch das 61er Retracement bei 17.982 auf diese Bewegung. Diese Idee steht nach wie vor. Die 20-Tage-Linie fällt ja jeden Tag deutlich. Ist heute bei 18.056 und wird morgen sein, so zwischen 18.05 und 18.010. Das wäre eigentlich ideal, wenn wir die touchieren würden. Vielleicht nicht unbedingt am Mittwoch, spätestens am Donnerstag, dass wir uns hier irgendwo mit dir treffen. Da, vielleicht an der unteren Kante, hier bei 17.930. Dann wird es schwer. Die Art und Weise, wie ihr hier handelt, zeigt mir, dass der Markt bleibt nervös, abwartend, vorsichtig. Erstaunlicherweise tun wir das, aber sowas wie Nasdaq nicht. Da war letzte Woche eine Super Micro bei 460, gerade eben handeln sie bei 570 Dollar. Die Nvidia waren 99, jetzt sind sie wieder 114. Also die Amis, denen ist es gerade mal egal. Also zumindest im Nasdaq, so möchte ich es mal formulieren. Wir haben hier keine nennenswerten Umsätze, was auch dazu beiträgt, dass ich denke, dass das hier insgesamt ein sehr vorsichtiger Markt ist. Ich habe auch angefangen, mir Kleinigkeiten Putz zu kaufen, eigentlich nicht in KOs, so einen normalen Optionsschein. Ich habe 18.000er genommen auf den Ende Juni nächsten Jahres. Die implizierte Vola war bei 16,31, die war vor 3 Wochen schon mal bei 13. War aber am Montag auch, Montag letzte Woche, auch bei 28. Ich muss welche haben. Also das würde ich mir nicht verzeihen, wenn ich hier keine Puts kaufen würde. Aber wie gesagt, keine K.O.s. Da ist mir das auch mal egal, wenn das Ding 100 Punkte gegen mich läuft. Das kostet nicht so viel. Also ich bleibe dabei. Auch heute wieder der Tag. Oben angefangen, unten rausgeschossen. Aber wir schließen. Es ist natürlich eine Art Doji. Aber der ist hier mittendrin. Der hat für mich null Aussage. Null. Doji ist sowas hier oben, ja, wenn sie an Extrempunkten sind, aber nicht, wenn sie hier mittendrin sind. Das bringt für mich gar nichts. Wir sind von der Technik über den Trendfolger weiterhin im Stabilisieren. Sieht man ja hier auch, ne, was die Kurse machen. Die Stochastik ist in allen Zeiteinheiten ziemlich neutral. Die weiß momentan gar nicht, was sie machen soll. Und von daher ist die im Moment keine echte Hilfe. Deswegen bleibe ich dabei. Wir sollten diese schraffierte Linie hier, dieses kleine graue Kästchen, entweder anknabbern oder vielleicht mal kurz reingehen bis maximal so 17.980. Das wäre dann das 61er Retracement. Und da treffen wir uns später, also frühestens da mit der 20-Tage-Linie. Aber hier nennenswert long zu gehen, tja, ich habe immer noch diese VW und ich wusste in dem Moment, in dem ich drauf gedrückt habe, also da glücklich wirst du damit nicht. Das ist somit der einzige Wert, der überhaupt nicht steigt. Das ist also wirklich erbärmlich, was die machen. Und die Kering sind gestoppt worden. Ansonsten habe ich jetzt hier keine, ja, wie gesagt, ein paar Puts und sonst Kleinzeug. Das lohnt sich gar nicht, die zu erwähnen. Ich bin hier nicht nennenswert dabei. Ich bin auch eher vorsichtig. Das letzte Mal lagen die Amis mit ihrer Aussage, die Russen greifen die Ukraine an, lagen sie nicht verkehrt. Jetzt behaupten sie alle, in dieser Woche kommt dann noch was vom Iran. Ich kann hier nicht nennenswert long gehen. Ich halte mich dann lieber raus und reagiere, als dass ich der Meinung bin, ich muss hier irgendwie jetzt hier den wilden Johannes spielen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.